Ja, auch ich darf Sie hier herzlich willkommen heißen zur Projektpräsentation unserer universalen Sprachvorrichter. Zunächst möchten wir noch eine kleine Vorstellungsrunde starten. Zu meiner Person, ich bin der Michael Kluh, komme aus Schwabhofen und besuche derzeit den vierten Jahrgang der HTL. Ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Mein Name ist Christoph Moritz. Ich bin stolzer Geisterer, wenn ich das so sagen darf. Bin in die Hauptschule Schwabhofen gegangen und bin ebenfalls 18 Jahre alt. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Mein Name ist Steffen Bittnitter. Ich komme aus Schwabhofen, bin dort auch in die Hauptschule gegangen und ja. Also, am Anfang des Schuljahres hört man sich immer so die Frage, was möchte man dieses Jahr konstruieren? Möchte man das Landtagprojekt in der gesamten Klasse zeigen oder sucht man die Herausforderung und möchte doch in etwas komplexeres herangehen? Für uns als Vorjahressieger des CAD-Wettbewerbs mit unserer Sommerrodbahn vom Schlossberg in Volzberg war das natürlich gar keine Frage und wir haben sofort gesagt, wir wollen die Herausforderung. Anschlussgeber war dann schlussendlich unser Klassenvorstand, Diplom-Ingenieur Josef Haberler, der uns durch seine langjährigen Kontakte zur Firma Barfinger in Slowenien vermittelt hat. Betreuer war Diplom-Ingenieur Josef Haberler und Ingenieur Paul Fühling. Wie gesagt, es war eine internationale Zusammenarbeit mit der Firma Barfinger in Slowenien. Die Firma Barfinger ist Weltmarktführer im Bereich Lkw-Kräne. Lkw-Kräne sollte, glaube ich, jedem geläufig sein. Im Straßenverkehr, man ist mit Auto unterwegs, sieht ein Lkw vor sich mit einem großen roten Kran oben, aufschlägt Barfinger, dann warten wir, wie man für diesen Kran eine Vorrichtung konstruiert. Man sieht jetzt da, wo die Kranmilchsäule verbaut ist. Sehr klein, im Gegensatz zum gesamten Kran, aber auch sehr ein wichtiger Bauteil. Die konkrete Aufgabenstellung war die Konstruktion einer Universalschweißvorrichtung für drei verschiedene Varianten einer Kranmilchsäule. Man sieht jetzt am Bild die drei verschiedenen Varianten. Diese unterscheiden sich vor allem in der Größe, aber auch in der Form. Man sieht jetzt am rechten Bild die Vorrichtung für eine Kranmilchsäule, wie sie jetzt vorhanden ist. Das linke Bild zeigt die von uns konstruierte Vorrichtung für drei verschiedene Varianten. Über die Vorgehensweise wird Ihnen mein Kollege und Projektleiter Herr Moritz Christoph näher bringen. Aufgrund der drei verschiedenen Größen und der komplexen Form war es uns nicht möglich, eine einzige Vorrichtung für so drei verschiedene Größen zu konstruieren und mussten zwei Vorkomplettierungen einfügen. Da kommen wir zum Konstruktionsaufbau. Unsere Konstruktion ist auf einem Hauptgerüst aufgebaut, was weitere Gerüste beinhaltet. Was man sich so vorstellen kann wie ein Skelett, wo man dann gewisse Parameter wie Länge, Breite, Volumen oder dergleichen ändern kann. Und die ganze Vorrichtung ändert sich dann eben auf diese eingegebenen Parameter mit. Dann weiters haben wir mit dem Piping Tool gearbeitet. Das ist ein Werkzeug im Creo 2, was dazu ist, dass wir haben alle Pneumatikleitungen auskonstruiert. Das hat jetzt nicht den Sinn, dass wir da ein schönes Bügel haben, sondern das hat den Sinn, dass wir wissen, wo wir einen gewissen Platz bei der Vorrichtung brauchen, beim Anstecken von unseren Leitungen oder wo wir die Leitungen stückeln müssen, damit man es nicht irgendwie kompliziert einfädeln muss, wie man da zum Beispiel sieht. Weiters haben wir mit dem BLM-System Windchill 10 gearbeitet, wie Sie vorher schon gehört haben von anderen Gruppen. Das Ding der Datenverwaltung, unsere ganzen Daten wurden auf einem Server verwaltet. Wir hatten alle drei jederzeit Zugriff auf diesen Server. Und auch natürlich unsere Professoren, die, wenn sie gewisse Ideen hatten, diese Ideen hochladen konnten. Wir wurden per E-Mail benachrichtigt, wir haben das am Anschauen gewesen und dann ist die Konstruktion schon wieder weitergegangen. So, okay. Da unsere Vorrichtung ja wirklich gebaut wird im Sommer, war es notwendig, dass wir die nötigen Zeichnungen erstellt haben. Wie man hier sieht, Schweißzeichnungen. So. Weiters wurden in unserer Fertigung auch in CETA, also keine CAD-CAM-Fertigung erstellt. Das dient dazu, um einen Arbeitsablauf zu simulieren. Wie man hier sieht, ein Drehteil. Wir haben auch noch mit einem weiteren Tool gearbeitet, und zwar mit dem Tool FluidSim. Das hat uns dabei geholfen, die mechanische Steuerung, die elektrische Steuerung der Ventile zu simulieren. Wie man hier sieht. Es wurde dabei auch Rücksicht auf Notausfunktion und dergleichen genommen. Auch wir haben beim CAD-Wettbewerb dieses Jahr mitgemacht und haben den stolzen zweiten Platz erreicht. Und nun noch zum Baustart, da das Projekt wirklich gebaut wird. Der Baustart ist am 24.06.2013
wird in Slowenien stattfinden und mein Kollege Herr Moritz wird dieses beaufsichtigen im Zuge eines Ferienpraktikums. Also für diejenigen, die sich fragen, warum der ganze Aufwand betrieben worden ist, es ist Hauptprinzip ist darum gegangen, dass man eine Zeitersparnis erzielen wollte. Zeit ist Geld und Geld haben wir bekanntlich keins. Und somit haben wir der Firma Barfinger hoffentlich geholfen, Kosten zu sparen. Und für diejenigen, die sich das Werkstück oder die Schweißbaugruppe nicht vorstellen können, wir haben ein Ausstellungsstück da hinten dann zur Besichtigung bereitgestellt.